Was braucht der Berliner, um glücklich zu sein? Ne Laube, ein Zaun und ein Beet. Was braucht der Berliner, nen heurigen Wein, wenn vor ihm sein Weißbier da steht? Es klingt wie eine Ur-Berlinerin, wenn Claire Waldoff ihre Mitmenschen besingt. Ihr Name und ihre Lieder sind so sehr mit der Stadt verbunden, dass beim Interview 1955 sogar die Reporterin erstaunt ist. Na natürlich, Claire Waldoff ist eine echte Berlinerin. Natürlich, die echte Berlinerin, die klassische Berlinerin aus Gelsenkirchen. Was, Sie sind in Gelsenkirchen geboren? Aus Gelsenkirchen, halb am Rhein, an der Ruhr. Da bin ich her, da bin ich her. Genauer gesagt, am 21. Oktober 1884 wird sie geboren als Clara Wortmann, das elfte von insgesamt 16 Kindern. Als aufgeweckt und intelligent wird die kleine Clara beschrieben, mit einem klaren Ziel, Ärztin will sie werden. Aber das Geld fürs Medizinstudium fehlt, stattdessen wird sie Schauspielerin und aus Clara Wortmann Claire Waldoff. Erst tingelt sie durch die Provinz, tritt auf kleinen Bühnen auf, bis sie es ins große Berlin zieht. Dort erhält sie 1906 eine erste Rolle und kommt dann auf den Geschmack des Kabaretts. Schnell macht sich Waldoff einen Namen, sie singt alte Volkslieder, gibt Gassenhauer zum Besten und kommt an bei den feinen Leuten, aber auch den Einfachen und Kleinen, deren Alltagsprobleme sie oft besingt. Die Menschen heutzutage, die sind alle so nervös. Über jede kleine Kleinigkeit, da werden sie giftig bös. Schimpft einer auf den anderen, dann singe ich voll Humor. Damit er nicht mehr schimpfen soll, mein kleines Liedchen vor. Wer schmeißt denn da mit Lehm? Claire Waldoff wird schnell zu einem Berliner Original und Star. Sie fällt auf durch die roten Haare, die Bubi-Frisur, die kecke Art und natürlich die kratzbürstige Stimme. Sie singt mit einem Augenzwinkern mehr als 800 Lieder über die Liebe, über Erotik oder den kleinen Mann. Und dazu ist ihr Auftreten unkonventionell und emanzipiert. Sie trägt Krawatte, flucht, fährt als eine der ersten Frauen Auto und sagt den Männern, wo es lang geht. Was die Männer können, können wir schon lange und vielleicht eine ganze Ecke mehr. Raus mit Männern aus dem Reichstag und raus mit Männern aus dem Landtag. Aber nicht die Männer wurden alsbald aus dem Reichstag vertrieben, sondern die Demokraten. Und die Machtergreifung der Nazis bedeutete für Claire Waldoff das faktische Karriere aus. Sie war im Volk zwar populär, ihr Auftreten und dass sie eine lesbische Beziehung führte, passten aber nicht ins Frauenbild der Nazis. Sie kam auf den Index. Immer hatten sie mich beim Wickel. Ich wurde also gleich von Funk verboten, Filmverbot. Ich durfte überhaupt nicht mehr auftreten. Ich machte meine eigenen Abende und dann marschierte einfach abends der HJ in den Saal und schrie dann: Wollt ihr Männer und Frauen, wollt ihr das hören, was sie da singt? Da habe ich gesagt, jawohl, habe ich gesagt. Jawohl, das wollen sie hören. Meinetwegen sind sie ja gekommen. Aber schließlich wurden meine Abende einfach verboten. Claire Waldoff und ihre Lebenspartnerin zogen sich in die bayerische Provinz zurück. Nach dem Krieg versuchte sie an die früheren Erfolge anzuknüpfen, vergeblich. Die Menschen im Nachkriegsdeutschland hatten kein Gehör mehr für Waldoffs freche Lieder. Bis zu ihrem Tod 1957 lebte sie in einfachen Verhältnissen in Süddeutschland. Und die verarmte Claire Waldoff mag zwar finanziell kein Erbe hinterlassen haben, umso mehr aber einen emanzipatorischen und musikalischen Nachlass.